Ein strahlendes Brautpaar und hochkarätige Gäste. Jordaniens Kronprinz Hussein bin Abdullah hat bei einer prunkvollen Zeremonie Rajwa al-Saif geheiratet. Zu der Hochzeit in der Hauptstadt Amman kamen unter anderem der britische Thronfolger Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate. Der niederländische König William Alexander sowie die amerikanische First Lady Jill Biden waren auch mit dabei. Das Brautpaar saß an einem Tisch mit dem König und dem Vater der Braut, die als Zeugen fungierten, sowie einem Imam, der die Ehe zwischen dem Paar schloss. Dorthin geleitet worden war die Braut von Husseins jüngerem Bruder Prinz Hashem. Der Kronprinz trug bei seiner Hochzeit eine traditionelle Uniform und ein Schwert, wie auch schon sein Vater König Abdullah II. Bei dessen Hochzeit mit Königin Rania. Königin Rania trug ein elegantes schwarzes Kleid mit weißem Spitzenbesatz am Rücken. Dass die Mutter des Bräutigams bei dem freudigen Anlass schwarz trug, hat Tradition. Denn für sie war es auch ein Grund der Trauer, weil sie ihr Kind in andere Hände gegeben hat. Während der TV-Übertragung sah man der Königin die Rührung auch deutlich an. Das Königshaus ließ den Tag zum Nationalfeiertag erklären, damit die Bürger an den zahlreichen Festen im Land teilnehmen könnten. Viele Jordanier feierten, als ob jemand aus ihrer eigenen Familie heiratet. Tausende Menschen jubelten dem wirkenden Brautpaar zu, das nach der Trauung per Kolonne zu einem anderen Palast in die Stadt fuhr. In den sozialen Medien gab es aber auch kritische Stimmen. Die Feier sei sehr kostspielig, während das Land wirtschaftliche Probleme habe, sagten einige Jordanier etwa. Unter den Gästen der Hochzeitsfeier und der abendlichen Party waren Prinz William und Prinzessin Kate. Es war das erste Mal, dass das britische Thronfolgerpaar offiziell an einer Zeremonie eines nicht-britischen Königshauses teilgenommen hat. Wie zugetan William und Kate dem Brautpaar sind, merkte man nach der Trauung, als sie nach den Glückwünschen lange miteinander plauderten. Kennengelernt hat sich das Paar durch einen gemeinsamen Freund. Bei einem besonderen Anlass soll Rabia einen bleibenden Eindruck auf den Kronprinzen gemacht haben. Hussein, der mit 15 Jahren offiziell zum Kronprinzen ernannt wurde, ist beim Volk sehr beliebt. Er kommuniziert schon lange offen mit seinen künftigen Untertanen. Auf Instagram zeigt er seinen 4 Millionen Followern Fotos von offiziellen Terminen, aber auch von seiner Militärausbildung oder Bergtouren. Die royale Hochzeit krönt einen weiteren Schritt auf Husseins Weg auf den Thron. Der seit 1999 amtierende König Abdullah II. Hat seinen ältesten Sohn systematisch auf seine künftigen Aufgaben vorbereitet. Auf Hussein kommt viel Verantwortung zu. Wenn sein 61 Jahre alter Vater dereinst nicht mehr auf dem Thron sitzt, soll Hussein in der parlamentarischen Monarchie Jordanien das Staatsoberhaupt mit weitreichenden politischen Befugnissen und zugleich Oberbefehlshaber der jordanischen Armee werden.